Hallo, hier ist wieder eure Hanni und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch was zeigen. Ich dachte, das ist mal was anderes, weil ich habe in letzter Zeit viel aufgebraucht, lastig ist alles bei mir. Und ich habe mir so überlegt, ich zeige euch einfach mal meine kleine, aber feine Nagellacksammlung. 22 Stück habe ich insgesamt an der Zahl. Und ich werde dieses Video, werde ich auf zwei Teile auftrennen. Es macht sich besser, denke ich, weil sonst wird es wieder zu lang und ich will immer alles nicht zu lang werden lassen. Ja, auf dem Thumbnail habt ihr das schon gesehen, sind in diesem kleinen Schränkchen drin meine kleine, aber feine Nagellacksammlung. Na? Habe ich mal von meiner Schwester bekommen, ist schon ein paar Jahre her. Und da war so Duschgel, Seife, halt so Pflegeprodukte waren hier drin. Und dann habe ich so überlegt, oh, das Schränkchen, das ist so süß, ne? Was kannst du damit anmachen, ne? Anfangen? Und da habe ich mir so überlegt, stellst du einfach deine Nagellacke rein, ne? Ja, und das habe ich dann so dafür denn angewendet. Ja, und ich würde sagen, wir fangen mit der unteren Reihe heute an. Im ersten Teil und im zweiten Teil machen wir die obere Reihe. Aber wir konzentrieren uns auf die unteren Reihe. Ja, ich lege auch gleich mal los. Und zwar, ich stelle mir das jetzt mal hier so hin. Ja, heute seht ihr mich so ein bisschen anders, so mit so einem kleinen Tischchen, ne, damit ihr das besser sehen könnt. Mal schön die Hände auf den Tisch halten. So, denn ihr kennt das alle, ne? Dieses Ding hier, es war mal, glaube ich, in der Pinkbox und da mache ich ab und zu den Nagellack rein, aber ich mache es nicht immer. Ich erwische mich oft dabei, wenn ich mir die Nägel lackiere. Ich mache mir das zwar rauf, also rum hier um die Finger und stelle mir den Nagellack daneben hin. Und dann denke ich immer so, wieso, wozu hast du dir das Ding jetzt rumgemacht, wenn du das eh nicht benutzt? Ja, es ist okay, braucht man das? Nee, ich muss sagen, man braucht es nicht unbedingt. Ich finde es eher lästig und deswegen werde ich es jetzt auch nicht benutzen. Also ich würde mir sowas nicht kaufen. Wie gesagt, es war in meiner Pinkbox drin, so ein Nagellackhalter. Jetzt nicht so, aus Gummi, so Silikon oder was das sein soll. So, ich würde sagen, wir legen dann gleich mal los. Ich habe Nagellack oben, habt ihr ja bestimmt schon gesehen, ne? So einen dezenten, der hält gut und den zeige ich euch. Mit dem fange ich gleich mal an. So, mach mir das mal so auf und dann brauche ich nämlich hier bloß so runtergreifen, damit ihr nicht immer meinen Arm im Gesicht habt. Und zwar habe ich gerade momentan oben von Alessandro. Der ist toll. Ja, in meiner Adventskalender-Invasion, da war der nämlich in der Brigitte-Box Adventskalender enthalten. Ne? Ihr könnt euch daran erinnern, wer mich schon länger verfolgt. Ich glaube, ich kann die euch mal hier irgendwo in der Infobox, ich glaube die andere Seite, irgendwo mal einblenden, wenn ihr Langeweile habt und meine Kalender-Invasion noch nicht gesehen habt, könnt ihr es jetzt tun. Und da war dieser enthalten. Und das ist eine recht große Flasche. Hier sind, steht es hier oben, 10 Milliliter. Steht hier unten, 10 Milliliter sind hier enthalten. Preise kann ich euch leider nicht mehr nennen, ich weiß es nicht, weil es sind ja auch Nagellacke dabei. Die sind schon alt, die habe ich mal vor ganz vielen Jahren mal gekauft. Und die gibt es auch, glaube ich, gar nicht mehr im Sortiment. Ich kann euch zwar sagen, wo ich die her habe, aber ich weiß die Preise halt nicht mehr. Und ja, aber wo ich die her habe, das habe ich mir ganz gut gemerkt. Ja. Und den habe ich gerade oben. Na, das ist der hier. Den habe ich gerade oben. Habe ich zwei Schichten aufgetragen. Und der hält super. Es ist heute Sonntag und Freitag habe ich ihn aufgetragen. Wahrscheinlich ja, muss man in zwei Schichten, damit der besser hält. Na, finde ich toll. Also ich habe ja erst gemeckert und gesagt, das ist nicht so eine tolle Farbe, aber so als Alltagsfarbe und bloß mal, wenn man sich so mit Freundinnen trifft, wenn man mal abends weggeht, bloß so mal mit. Ja, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Finde ich den ganz gut. Und das ist die Farbe, steht hier oben. Könnt ihr das sehen? Musso Schokolade. Da kriegt man ja gleich wieder Hunger auf was Süßes. Ja, mag ich. Das ist wirklich ein Top-Produkt. Und wie gesagt, der hält. Und ja. So, dann kommen wir zum nächsten. Habe ich hier von RL de Young. Und der ist schon sowas von alt. Und guckt mal. Dem habe ich im Sonderpreis gekauft für 75 Cent. Ja, gab es noch im Ausverkauf. Und wie ihr sehen könnt, hier steht es oben. Er riecht nach fruchtiger Blaubeere. Den trage ich mir jetzt mal auf, weil ich werde auch in dem Video vielleicht auch welche aussortieren, die schon eingetrocknet sind und die nicht mehr so toll sind. Na?
So, das ist die Farbe, ja, wie gesagt, Blaubeere. Genau. Und ja, ich schüttel den mal kurz. So, den habe ich schon lange nämlich nicht mehr benutzt. Ich mache die einfach hier oben drüber. Ne? Die, ne? Auf den, weil der kommt ja dann eh runter, weil ich werde ja den zweiten Teil abdrehen. Ne? So sieht da aus. Ich mache mit denen. Oh, wow. Also ich muss sagen, wenn man da drunter was packt, super. Aber das ist auch so einer, den muss man auch mehrere Schichten, weil das ist halt, ja, ein Preis günstiger, ne? So. So sieht er aus. Ich finde, das an und für sich ist es schon eine schöne Farbe. Muss ich jetzt mal sagen. Also es ist schön. Ja, den muss man auch mehrschichtig auftragen, ne? Aber ist noch flüssig, ist noch gut, nicht eingetrocknet, hält. Na gut, wie lange er hält, weiß ich jetzt nicht. Und ich lasse ihn mal noch ein bisschen trocknen. Und dann gucken wir noch mal, ob der wirklich noch nach Blaubeere riecht. So, dann kommen wir zum nächsten. Dann nehmen wir, halt, ich wollte doch das anders machen. Ich wollte doch ihr nicht andauernd meinen Arm sehen. Kommen wir zu, oh, ich liebe die Guckt euch das von RL Young, natürlich. Rossmann-Marke, Glitternails, ne? Und ihr seht, ist schon ganz gut. Den habe ich ganz gut eigentlich schon verwendet, wie ihr das sehen könnt. So 9 Milliliter enthalten, ja, ist okay. Das ist die Farbe Rainbow Crystal. Steht hier oben über den Code Rainbow Crystal. Zeige ich euch auch nochmal. Den habt ihr, glaube ich, aber schon ein paar Mal in ein paar Videos von mir gesehen, Leute, würde ich jetzt sagen. Aber na gut, vielleicht achtet man nicht so drauf. Na, ja. Glitzert natürlich super. Also ich, kann man auch als Überlack nehmen, ne? Super, man kann den als Hauptlack nehmen, man kann den als Überlack nehmen. Das ist egal, ne? Es ist jedem selber überlassen, wie er es mag. Ja, mag diese Farbe. So, da ist er. Nur fokussiere doch. Na, so richtig will der mir hier nicht so. Oh, komm, mach. Ja, also muss euch jetzt mal den Mittelfinger zeigen, Leute. Bitte seid nicht beleidigt, ne? Also könnt ihr sehen, glitzert schön. Den kann man auch verschiedene, ich finde, den kann man über jeden Nagellackfarbe tragen, egal ob blau, schwarz, rosa, lila, ne? Ja. Ja. Top-Produkt mag ich, ist super toll. Ja. Wir riechen jetzt nochmal schnell an der Blaubeere. Naja. Bisschen riecht man noch, aber ich denke, dadurch, dass er halt schon eine Weile so, naja, ich habe den schon eine ganze Weile hier bei mir. Dann kommen wir jetzt zu einer schönen Farbe. Ich liebe Rot. Rot ist eine Signalfarbe, sagt man ja immer so, ne? Von Youngstar. Den habe ich von meiner Schwester geschenkt bekommen. Die hatte einen Nagellack-Adventskalender gehabt und die meinte, die hat so viele und auch doppelte. Und dann sage ich, ja, ich hätte gerne noch mal einen roten, weil Rot 8 Milliliter sind hier enthalten. Also ein recht kleines Fläschchen. Ja, steht hier oben, welche Farbe? Nö, es ist einfach nur ein Rot. Und ich liebe rote Nagellack. Oh, ich finde die so toll. Also wenn man weggeht, einfach nur schwarz gekleidet, roter Nagellack. Top, richtig geil. Ja, muss ich erstmal schütteln. Den habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt. Weil ja, wann geht man jetzt demnächst mal weg? Dieses Jahr wahrscheinlich nicht so oft, ne? Leider, leider. So. Oh yeah. Oh, wow. Also mit dem Unterlack muss ich mal sagen, kommt der jetzt noch ein bisschen, kommt der jetzt etwas dunkler rüber, aber ist okay, ne? So. Doppelkinnalarm. So, ja. Ein schönes Rot. Ein schönes Rot. Natürlich werde ich die jetzt unsauber auftragen, ne? So sieht der aus. Ja. Mag ich. Mag ich. Ich mag. Na, rote Nagellacke. Kommen wir gleich zum nächsten. Nun komm, geh zu.
Du. Boah, perfekt. So, dann kommen wir gleich zum nächsten. Dann komme ich jetzt noch mal zum... Nehmen wir mal den hier. Der ist so klein. Guckt euch den mal an. Ist der nicht niedlich? Es ist ein Konfetti-Nagellack. Eine sehr kleine Flasche. 4,5 Milliliter. Ja. Ich befürchte, der ist eingetrocknet. Ich glaube, den kann ich wegschmeißen, weil den habe ich wirklich seit Jahren schon nicht mehr benutzt. Und der ist von, kann ich euch auch zeigen, könnt ihr sehen, von Tidi. Ja, bei Tidi habe ich den mal geholt. Es will heute nicht so, wie ich es will. Ach, nun mach da, jetzt könnt ihr das sehen. Tidi 01 Farbe Fantasy ist es. Ja, nee, da tut sich nichts mehr. Fand ich immer cool, Farbe Konfetti. Also das hatte wirklich was gehabt. Ja, ja, guck mal. Uiuiuiuiui. Da ist nichts mehr. Der ist komplett, ja, könnt ihr sehen, eingetrocknet. Ne? Also da ist, brauche ich nicht lange drum rumreden. Bei dem weiß ich auch, was der noch gekostet hat. Das steht nämlich auch hier oben. Genau. Da steht's. Da. Der hat mal 1 Euro gekostet. Ja. Ja. So, ab im Müll, der kann weg. So, dann kommen wir zur nächsten Farbe. Jetzt habe ich schon wieder den Arm vor der Linse. Habe ich hier ein schönes Lila. Color of the Year von 2018 von... der ist sogar von Catrice, ist sogar ein guter. Und der war meiner Pinkbox enthalten. 2018 wahrscheinlich denn, denke ich. Ja, weil seit 2017 hatte ich die Pinkbox, ne? Oh, ist die schön, ich mag die Farbe. Ich mag die. Ja, es ist einfach ein Lila. Steht noch irgendwie eine andere Farbe um? Es ist einfach ein Lila. Ich merke schon, dass der Deckel locker sitzt. So, und das hasse ich an den Nagellacken, wenn die Deckel denn so locker sitzen, ne? Und dann so, oh ja. So, ich mache mir den hier auf den kleinen rauf. Oh, also mit Unterlack kommt das alles noch ein bisschen besser zu. Oh, jetzt habe ich mich total unsauber, aber der kommt ja eh ab. Unsauber lackiert. Es ist bei mir gang und gäbe. Also wenn ich mir Nagellack aufmache, ach, wird auf Katastrophe. So, da, ne? Ein schönes Lila. Uiuiui. Eigentlich schimmert der so ein bisschen, aber das könnt ihr jetzt nicht sehen. Aber ja, sieht man leider nicht so. Aber das könnt ihr ja hier in der Flasche sehen, ne? Dass der so ein bisschen, könnt ihr das so, ja, ein bisschen so schimmert der eigentlich. So leichten Schimmer hat er. Ja, mag ich auch. Für mich auch ein super Produkt. Und ich muss sagen, man merkt schon bei der Qualität, wie zum Beispiel der hier, die Billigdinger trocknen nicht so schnell. Und der hier jetzt auch nicht unbedingt. So schnell trocknet es nicht. Der trocknet recht schnell. Und der, muss ich sagen, trocknet auch recht schnell. Also man merkt schon, die günstigeren trocknen nicht so schnell wie die Marken-Nagellacke. Aber ich glaube, die Erfahrung habt ihr auch schon gemacht. Dann kommen wir jetzt... Von Yves Rocher habe ich auch Nagellack. Na, das ist mehr so eine, die habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob, na doch, guck mal. Na, also scheint noch, ist noch nicht eingetrocknet. Das ist eher so eine dezente Farbe. Und ich glaube, wenn man sich jetzt so French Nails Look macht, ist der, glaube ich, mehr so geeignet. Ich weiß es nicht so genau. Das ist die Farbe Rose. Das steht hier oben, seht ihr das? 01, da steht's, 01, Farbe Rose. Ja gut, es gibt ja auch Rosen in den dezenten Farben, ne? So, dann probieren wir mal, ob der überhaupt noch tauglich ist. Tauglich ist, du musst schon richtig deutlich reden. So, ja, so sieht er aus. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht so, naja, okay, ja, dem Unterlag kommt der jetzt nicht so. Ja, da muss man, das ist, glaube ich, auch so einer, wo man mehrere Schichten auftragen muss. Da habe ich mich natürlich übermalt. Ja, wie gesagt, das ist einfach nur eine dezente Farbe.
ist jetzt nichts Besonderes, dann kann man sich ja auch so noch mal was drüber packen, so Nagelsticker oder irgendwie Glitter mit drauf machen. Ne? Das ist ja jetzt so nicht das Problem. Aber wenn man jetzt einfach so einen Alltagslook mit bisschen bemalte Nägel haben möchte, nimmt man halt sich den. Aber den mache ich eher selten. Und trocknen, glaube ich, tut der jetzt, ja, dauert auch ein bisschen. Sind nur 5 Milliliter enthalten. Ja, ne? Ja, ist jetzt nichts Besonderes. So, dann kommen wir wieder zu einem No-Name-Produkt. Mit die kleinen Möppis oben, seht ihr das? Ich hatte mal den, letztes Jahr im November habe ich den Mops Adventskalender unboxed. Und da waren so Schminksachen drin mit Mops-Motiven. Kriege ich das Video oben in die Infobox? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Oder doch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, habe ich da diesen Mops Adventskalender unboxed. Und da war dieser Nagellack. Nein, ne? Könnt ihr sehen, dann noch kleine Möppis oben. Ist natürlich, kann ich euch gleich sagen, weiß ich, nicht so eine gute Qualität, Leute. Ja, der trocknet schlecht und man muss bei dem auch mehrere Schichten auftragen. Ja. Na. Ein schönes Rosa mag ich. Wie gesagt, ist jetzt nicht die beste Qualität und dementsprechend trocknet er nicht so gut. Und wie gesagt, man kann, muss da auch mehrere auftragen. Vielleicht so einen Überlack noch machen oder was weiß ich. Und Unterlack und weiß ich nicht was. Rosa. Bisschen blassrosa, ne? Also das ist jetzt nicht so. Sieht doch fast aus wie der hier. Nee. Okay. Ne? Ja. Eigentlich natürlich wieder übermalt. Sagen wir mal ein zartes Rosa. Aber das kommt jetzt hier in der Kamera auch nicht so rüber, das Rosa. Ist mir so ein zartes Rosa. Ja, es ist okay. Ich glaube, der war auch mehr so für junge Mädels oder so, ne? Der Kalender, so die sich das erste Mal so ein bisschen schminken wollen und so, nicht? Hm. Ja, dann habe ich hier, den finde ich auch toll. Von Sally Hansen. Genau. Der war nämlich auch mal in einer Pink Box. Finde ich, ist so Farbe Brombeere. Ne? Wir kennen ja alle Brombeere und ich finde, das ist schon so die Farbe. Ist auch bloß eine kleine Flasche. 5 Milliliter. Ja, aber ich finde die Farbe super schön. Hier steht oben, das ist die Farbe 660. Pat on the Black. Ja, machen wir jetzt mal. Schütteln. Jetzt mal hoch. Und das auch du. Die habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Aber der ist noch gut. Also man merkt, Nagellacke, die jetzt auch ein bisschen markenmäßig, oh ja, oh, 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 da bin ich irgendwo gegen gedutscht, kommt eh gleich alles ab, markenmäßig sind, halten natürlich auch länger, ne? Muss ich mal sagen. Will ich Nagellacke trocknen, dann doch schon mal schnell hin. Obwohl, wenn ich an den Blaubeere denke, jetzt von der Elia Young, oder ja, der Elia Young, den habe ich auch schon ganz viele Jahre, aber der ist auch nicht eingetrocknet, ne? Guck mal, verdammt. Ja, eigentlich reicht das ja jetzt auch. So sieht er aus. Ein schönes, schön dunkel. Oh. Ja, achtet nicht auf das unsaubere, übermalte. Schön. Also wie gesagt, das ist die Farbe Brombeere. Also so habe ich jetzt so genannt. Hier steht zwar Pat on the Black oben, aber ich ernenne die als Farbe Blaubeere. Blaubeere nicht, Brombeere. So, jetzt kommen wir schon zum letzten von der unteren Reihe. Ja, jetzt bin ich hier so, guck mal, so, wie ein kleines Kind, was mit Fingerfarben rumspielt, ne? So gemacht. Den Glitzer von Manhattan. Ich habe die Befürchtung, der ist nicht mehr so. Guckt euch das mal an, wie der glitzert. Ist mir sowas so für Weihnachten, ne? So, ja, jetzt habe ich mich hier so, guck mal da, oh. Leute. Ja, von Manhattan. 8 Milliliter sind enthalten. Einfach nur Glitzer. Den werde ich jetzt gleich mal ausprobieren, ob der noch funktioniert. Und, naja, also irgendwie richtig tut sich da nichts, ne?
Schade, schade, schade. Den habe ich auch schon ganz viele Jahre, ja, so richtig. Es ist einfach nicht mehr flüssig. Ja, obwohl so ein bisschen noch. Ich glaube, den kann ich entsorgen. Da wird nichts mehr. Da ist, der ist, ihr seht da noch ein bisschen so leicht. Vielleicht, wenn man bloß leicht haben will, kann man sich den rauf machen. Aber so richtig geht hier nichts mehr ab. Also so, obwohl so ein bisschen, wenn man den jetzt so dezent, ne, so auf den Unterlack macht. Ja. Ihr wisst ja, die Hanni liebt Glitzer, bling, bling. Ja, so. Wie gesagt, den habe ich auch mal bei Rossmann von Manhattan. Den, denke ich, habe ich bei Rossmann gekauft. Dann kommen wir zum letzten und den liebe ich. Ihr kennt ihn sicherlich noch. Den kennen wir, glaube ich, alle noch. Alle, die die Pinkbox hatten. Anfang des Jahres, Ende des Jahres war der, glaube ich, mit drin von Tees. Und schon diese Verpackung. Ich bin ja auch so ein Verpackungsopfer, ne? Und der steht ja immer da hinten in meiner Deko-Ecke. Kann man eigentlich hier so aufreißen, aber ich wollte ja die Verpackung ganz lassen. Und ja, gucken wir jetzt rein. Oh, ich sehe aus. Beschmannert. So, und schon auch so die Verpackung hier, ne? Das sieht schon. Und da waren ja verschiedene Farben in der Pinkbox von dem Nagellack. Und ich habe das hier enthalten gehabt. Und der glitzert wirklich, könnt ihr das sehen, in verschiedenen, schimmert er in verschiedenen Farben. Also das ist so, oh, ich liebe den. Den kann man als Hauptlack benutzen, den kann man aber auch als Überlack benutzen. So. Kann man sich leicht drauf machen, kann man sich aber auch dezent drauf machen. Aber das ist mehr so eine Farbe, muss ich sagen, für Silvester, Weihnachten, ne? So Wind, wenn man sich so einen Winterlook macht. Och, guck mal, oh, könnt ihr das sehen, der schimmert in fast, und hier sieht er, ne? Ja, wenn man jetzt so Silvesterlook, Weihnachtslook, ne? Je nachdem, so Winterlook, weil ich finde so, es ist jetzt für mich so richtig keine Frühjahrs- oder Sommerfarbe und für Herbst auch nicht, ne? Also wenn man jetzt so im Winter viel weggeht, dass man sich den dann so hoch macht. Ich zeige euch das nochmal. Kann man ja auch, wenn man jetzt einen Unterlag drunter hat, kann man sich den ja auch ganz dezent hoch machen. So, und dann sieht das so aus. Und ich finde, da kann man auch, egal welchen Unterlag, da kann man jeden Unterlag benutzen. Jede Farbe, bin ich der Meinung. Und wie sieht es denn halt aus, wenn er nicht ganz deckend ist, sondern nur mit Unterlag, ne? So leichter als Topper, sag ich jetzt mal, ne? Ach, jetzt hat sie wieder gespuckt. Eieieiei. Als Topper, ne? Ja, finde ich auch gut. Ja. Ja, das war der erste Teil meiner Nagellacksammlung. Also dafür, dass ich mir selten die Nagellack, könnt ihr mich sehen, hallo, Nagellack hochmache, habe ich doch ganz schön viel und das reicht mir. Aber trotzdem, ich brauche immer verschiedene Farben und oh, ich mag das so. Also ja, ja, und mir juckt das hier. Muss man aufpassen, dass ich mir den Nagellack hier nicht in die Nase ranschmiere. So sehe ich aus, ne? Bunt gescheckt, der kommt jetzt eh runter, weil ich ja den anderen Teil jetzt auch noch abdrehen werde. Ja, das war der erste Teil von meiner Nagellacksammlung. Ihr dürft mich gerne abonnieren, wer es noch nicht getan hat. Ne, Glöckchen an. Könnt ihr auch machen, wenn ihr über Videos von mir informiert seid, sein wollt. Sämtliche Infos mache ich noch unten in die Infobox rein. Ja, das war es wieder von mir. Das war der erste Teil meiner kleinen, aber feinen Nagellacksammlung. Es war mir wieder ein Fest. Macht's gut, eure Hanni.